Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von The Sinking City. Wir haben ja in der letzten Folge einiges erlebt. Wir haben von Mr. Throckmorton vor zwei Folgen den Auftrag bekommen, eine gewisse Person ausfindig zu machen. Und diese Person ist auch verschwunden gewesen oder sowas in der Art. Oder war verschollen. Jedenfalls haben wir sie dann irgendwann in ihren Haus ausfindig gemacht, nur leider war die Person verstorben. Und dort haben wir ein gewisses Bild gesehen von zwei Leuten, die dort anwesend waren, und ich glaube, dass die hier zu finden sind. Sieht auf jeden Fall sehr makaber aus hier. Ich habe auch leider keine Schrotflinte. Aber hier, Screens Polizeiakte zwischen Moreland Road und Salvation Road, Salvation Harbor Nord. Genau da soll Squint sein. Ich weiß nicht, ob wir die Person töten müssen, aber wenn, kann es auf jeden Fall noch lustig werden. Ich bereite mich schon mal vor, oder? Ich nehme eine Handgranate, komm. Oder ich nehme gar nichts und nehme eine. Na. Von Sydney Stokes, genau. Ich weiß nicht genau, was hier Sache ist, aber ich glaube, das Haus verfällt. Oh Gott, was ist das denn? Uah. Gott sei Dank war ich noch nie so hungrig, dass ich darüber nachdenken musste, so etwas zu essen. Was auch immer das sein mag. Also sowas wie bei uns, glaube ich, Ratten sind oder sowas. In der Art, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Hier läuft irgendwas rum. Was steht denn hier? Brief aus der Leichenhalle. Mr. Stokes, die Kosten für ein gesondertes Begräbnis ihrer Mutter, Martha Stokes, würden sich auf 30 Patronen belaufen. Leider können wir ihnen preislich nicht entgegenkommen. Zurzeit haben wir mehr Bestattungsanfragen, als wir mit unseren Mitteln bewerkstelligen können. Bitte bezahlen Sie innerhalb von 2 Wochen, sonst müssen wir Ihre Mutter in ein Massengrab beerdigen. Oh. Das machen wir erst später. Es kann also sein, dass der auch tot ist. Komischerweise sehen wir hier nichts anderes als Leichen, ne, in dem Spiel. Oh, nee. Na, geht doch. Okay. Ich werde jetzt die Sicht nutzen müssen, wa? What? Was haben wir denn da? Da haben wir ein Bild. Ruhe in Frieden. Und ein bisschen Munition. Die haben wir auch gerade verschossen. Ich glaube, die haben wir wieder gekriegt. Das ist natürlich nice, wenn das funktioniert. Aber wir haben wahrscheinlich noch nicht alles herausgefunden, würde ich mal schätzen. Vielleicht lebt er ja auch noch. Das ist natürlich schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich eher weniger. Und da der Spiegel weg ist, muss ich entweder Informationen finden, wo er zu finden ist. Oder ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Alter, ich bin gerade erschrocken. Was für ein Typ ist das denn? Oh, was macht der hier drin? Gott, ey, der Typ ist auch tot. Squint ist wohl mit dem falschen Bein aufgestanden. Hat den Einbruch überlebt, nur um dann erstochen zu werden. Aber wer ist der Täter? Das werden wir gleich herausfinden.
Okay, das müssen wir wahrscheinlich später uns angucken. Okay. Ja, und jetzt? Da. Hallo, kannst du das jetzt mal freisetzen? Endlich werde ich in Ordnung bringen, was der alte Affenliebhaber Francis dir angetan hat. What? Die Frau, die den Spiegel mitnahm. Ich habe ihn umgebracht. Was ist nur in mich gefahren? Was um alles in der Welt habe ich getan? Okay. Da ist was. Ich muss, glaube ich, näher ran, ne? Ja. Ah, bleib mir vom La- Oh, Kauhil sei Dank. Dachte schon, sie wäre eines dieser Monster. Sydney Stokes, nehme ich an? Yep, da bin ich. Kennen wir uns? Ich denke nicht. Ich bin hier wegen Herbert Glover. Ich glaube, Sie kennen ihn. Oder besser gesagt, kannten ihn. Ach, bei Kauhil. Okay, wie sind Sie da reingekommen? Ja, das würde ich gerne wissen. Netter Trick mit der Wand. Wie haben Sie das gemacht? Das war ich nicht. Sie hat die Wand dahin gemacht mit irgendeinem Hokuspokus. Wer ist sie? Sie sagten, sie hat die Wand dahin gemacht. Wer ist sie? Unsere Auftraggeberin. Ihren Namen kenne ich nicht. Hat uns gutes Geld für einen leichten Job versprochen. Und ich, Trottel, konnte natürlich nicht Nein sagen. Okay. Wir werden alles von... ganz oben anfangen, ne? Was wollte sie von Ihnen? Das würde ich auch gerne wissen. Wo ist der Spiegel und beschreiben Sie sie? Was sollten Sie für sie tun? Der Job klang kinderleicht. Ins Haus dieses Sammlers einbrechen und mit einem schicken Spiegel wieder abhauen. Okay. Und wo ist der Spiegel? Wo befindet sich der Spiegel jetzt? Sie hat ihn. Als Phil und ich sie mit der Beute getroffen haben, da sind die aneinander geraten und dabei hat sie ihn abgestochen. Oh, Kauhil, was mache ich denn jetzt? Phil war der mit Grips und ich... Ich bin doch nur ein Dummkopf. Kommen Sie, ich brauche Infos. Wie sieht diese Frau aus? Groß ist sie und dünn. Sehr dünn. Nur Haut und Knochen. Und ein gemeiner Drache ist sie. Mehr weiß ich nicht mehr. So genau habe ich sie mir nicht angesehen. Okay. Wir wissen ja schon, dass er... das geht jetzt um Glover, okay. Wurden Sie auch damit beauftragt, den Sammler zu töten? Oder haben Sie das nur zum Spaß gemacht? Ich schwöre bei Kauhil, das war nicht geplant. Und der Kerl hat auf uns geschossen und dann habe ich Panik gekriegt. Panik haben Sie gekriegt. So, so. Das ist Ihre Entschuldigung? Bitte. Ich wollte niemanden umbringen. Kauhil ist mein Zeuge. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe, aber lassen Sie mich laufen. Nee, das kann ich nicht machen. War ganz schön was los bei Ihnen heute Nacht. Einbruch, Diebstahl, Mord. Ich kann Sie nicht laufen lassen. Bitte. Dafür komme ich auf den elektrischen Stuhl. Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie gemordet haben. Tja, das stimmt ja auch. So, ich suche jetzt natürlich nach einer gewissen Frau. War das die? Das war doch aber keine Frau, oder? Vor allen Dingen das mit dem Raum ist schon ein bisschen krass, ne? Nee, wenn, muss ich das natürlich schon mal richtig machen, ne? Also hier mit halben Sachen oder so werde ich ganz bestimmt nicht romantieren. Warte mal. Okay. Gab's hier auch einen Keller? War ich da schon? Nee, einen Keller gibt's hier anscheinend nicht. Aber hier war doch irgendeine Person... Ich weiß bloß nicht, ob das eine Frau war oder nicht.
So, da haben wir alle Hinweise gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich da schon irgendwas mitmachen? Nope. Ey, das ist jetzt ein gewisses Problem, wisst ihr? Ich habe zwar schon relativ viel rausgefunden, aber mir fehlt trotzdem noch ein gewisses Maß. Vor allen Dingen, wie sie aussieht. Ich meine, ich habe sie jetzt nur von hinten sehen können und es war ja vorhin eine Person anwesend, wo ich nicht weiß, ob es diejenige war, ob es ein er war. Ne? So, warte mal, ich nehme mal. Was wollen Sie? Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ihr nicht doch noch ein bisschen mehr wisst. Oder du in dem Fall, weil dein Partner ja tot ist. Ja, das könnte jetzt leicht problematisch werden, weil wo würde so eine Person hingehen? Erstmal können wir das hier löschen. Hier. Eine unbekannte Frau nahm den Spiegel an sich, den die Einbrecher aus Herbert Glovers Haus gestohlen hatten. Sie tötete Phil O'Connell, den man auf der Straße auch unter dem Namen Squint kannte. Sie sagte: Endlich werde ich in Ordnung bringen, was der alte Affenliebhaber Francis dir angetan hat. Sie mag zwar alt aussehen, aber gebrechlich ist sie nicht und nach wie vor dazu in der Lage, einen Mord zu begehen. So, sollte ich das denn jetzt hier? Das haben wir schon gemacht. Hinweis anheften. Auf Karte. Ich weiß nicht, ob ich sag schon mit den Informationen jetzt auf jeden Fall hier zu Dingens gehen muss oder nicht. Aber die Frau habe ich persönlich gar nicht sehen können. Es gibt ja auch Schnellreisepunkte, die werden wir jetzt wahrscheinlich gleich einsetzen. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit mit dem Boot fahren. Ja, wie soll ich jetzt aber herausfinden, wer sie ist? Muss man da eventuell mit jemand anderen sprechen? Wir haben ja gleich einen Schnellreisepunkt. Und ich wollte im Übrigen hier noch was machen. Oh. Alter, geil! Okay. Okay. Munition sieht jetzt natürlich nicht ganz so gut aus. Ein Handgranätchen können wir auch nicht machen. Alter, was rennt denn hier rum? Vergessen, Alter. Die können auch gut ausweichen, die Viecher. Gottes Willen! Renn noch mal, Junge! Boah, es war. Hat zum Heilen. Ich habe kaum Munition, Alter. So eine Kacke. Okay, ich glaube, man sollte später nur mit gewisser Munition da rangehen, weil ansonsten würde das nichts. Ich hatte gehofft, dass da noch was zu finden ist, ne? Also, was sollte ich jetzt machen? Sollte ich zur Polizeistation gehen?
So, wo wohnt denn eigentlich der werte Dingens? Hier wohnt er. Anwesen der Familie Carpenter. Ich könnte ja mal bei der Familie Carpenter vorbeischnuppern. Und ich werde nochmal kurz die Schnellreise ausprobieren. Also sie sah jetzt nicht aus, als wäre sie wohlhabend oder sowas, aber man weiß ja nie. Aber da wir wahrscheinlich sowieso zurückkehren müssen, um erstmal mitzuteilen, was passiert ist, werde ich das jetzt auch tun, ne? Also gehe ich jetzt erstmal kurz zu Mr. Throckmorton und dann mal sehen. Wie lange ist denn die Beerdigung? Okay, ich habe die Ermittlung abgeschlossen, genau. Ich habe mich um Ihre delikate Angelegenheit gekümmert. Ausgezeichnet. Ich will alle Einzelheiten wissen. Glover ist tot. Er wurde von jemandem namens Sidney Stokes ermordet, der bei ihm eingebrochen ist. Er hatte einen Komplizen namens Phil O'Connell, dem es auch nicht besser ergangen ist. Und das alles wohl wegen eines Spiegels. Drock, wo ist der Spiegel jetzt? Ihre Auftraggeberin hat ihn. Eine mysteriöse Frau. Ihren Namen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber sie ist jemand, der keine halben Sachen macht. Ich verstehe. Meine geheimnisvolle Konkurrentin ist also endlich zur Tat geschritten. Und die Einbrecher sind beide tot? Nee, Sidney ist am Leben. Sidney Stokes ist unbeschadet davongekommen. Bestimmt hält er sich in seinem Haus auf. Ich kann Ihnen die Adresse geben. Das würde ich sehr begrüßen. Es wird mir ein Vergnügen sein, ihm, wie soll ich sagen, eine unvergessliche Lektion zu erteilen. Okay. Es hätte bestimmt nicht wehgetan, mir von vornherein zu sagen, dass Sie hinter dem Spiegel her sind. Wie gesagt, das ist eine delikate Angelegenheit. Ich war mir nicht sicher, ob ich Ihnen das anvertrauen kann. Okay. Nun gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Natürlich, Mr. Reed. Hier, bitte sehr. Da Sie nun über alles im Bilde sind, hätten Sie vielleicht auch Interesse am zweiten Teil dieser Angelegenheit? Lassen Sie mich raten. Ich soll den Spiegel für Sie ausfindig machen. Richtig. Und die Person, die ihn mir auf solch unschöne Weise vor der Nase weggeschnappt hat. Okay. Wenn ich es ablehne, kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Ich mache es. Bisher habe ich allerdings nur eine Spur. Die Übeltäterin hat wohl mit jemandem namens Francis ein Hühnchen zu rupfen. Sagt Ihnen der Name etwas? Ah, ja. Damit ist zweifelsohne mein Vater, Francis Throckmorton, gemeint. Cowell hab ihn selig. Okay, was hat er damit zu tun? Das würde ich auch gerne wissen. Was hat er mit der Sache zu tun? In seinen Aufzeichnungen las ich von diesem Spiegel. Und was ich da las, weckte mein Interesse. Okay. Hatte er Feinde? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ihr Vater war eine bekannte Persönlichkeit. Ich bin mir sicher, er hatte Feinde. Kommt Ihnen da jemand in den Sinn? Niemand, der ihn überlebt haben könnte. Okay. Was diese Aufzeichnung betrifft, wahrscheinlich werden wir fragen, ob er uns die aushändigen kann. Vielleicht können wir da irgendwas in Erfahrung bringen. Ja, glaube ich. Sie erwähnten Aufzeichnungen Ihres Vaters. Dürfte ich sie mir einmal ansehen? Da Sie in den Habseligkeiten meines Vaters herumschnüffeln wollen, erfüllt mich nicht mit Freude, Mr. Reed. Aber wenn es unbedingt sein muss, hier haben Sie den Schlüssel. Ich habe zu danken. Okay, wir haben ein bisschen Munition gekriegt, auch wenn es nicht viel ist. Wisst ihr, ich hätte mich eher gefreut über eine Schrotflinte, verdammt nochmal. Eine Schrotflinte wäre viel, viel interessanter gewesen. Ach, das ist der Raum hier wahrscheinlich, wa? Wow. Scheint eine Expedition mit hochgesteckten Zielen gewesen zu sein. Wie der Vater, so der Sohn. Wahrscheinlich. Außergewöhnliche Handwerkskunst. Die müssen ein Vermögen wert sein. Und deswegen sind die wahrscheinlich hier drin. Die Spitzen sind sicher ganz schön spitz. Meinst wohl scharf.
Okay, das sieht hier sehr interessant aus. Ich meine, das konnten wir ja hier sehen. Also hier konnten wir hingucken, aber mehr halt auch nicht. Francis Rockmorton Discovers. Okay. Der ist nach Afrika gegangen. Wow. Was haben wir denn da? Oh, das ist schon gefährlich. Was haben wir denn da? Ah, das Kind kommt mir durchaus bekannt vor. Ja, zerrissenes Foto, linke Hälfte. Was steht denn hier? 12.12.1894. Francis, eine Scheidung ist heutzutage keine einfache Angelegenheit und war es in der Rechtspraxis noch nie. Du musst vor Gericht ein ganz eindeutiges Fehlverhalten deiner Frau darlegen können, damit die Scheidung bewilligt wird. Am erfolgversprechendsten ist Gewalt, Ehebruch oder eine unheilbare Geisteskrankheit. Ich habe den Eindruck, dass der Tod deines erstgeborenen Sohnes im zarten Alter von 7 Jahren Bethany einen schweren Schlag versetzt hat. Ich hoffe inständig, dass sie sich wieder erholt. Andererseits genießt die Irrenanstalt von Oakmont einen sehr guten Ruf. Beste Grüße, Chauncey. Wie, warte mal. Sie war 7 Jahre alt, als sie Mr. Throckmorton geboren hat. Also den Sohn. Alter, was? Wie krank ist das denn? Oh. Oh, nee. Da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Exklusives Interview. Francis Throckmortons Expedition in Afrika war eine der ambitioniertesten Unternehmungen des Jahres 1891, auch wenn sie leider wenig Beachtung fand. Er kehrte mit zahlreichen historischen Artefakten, unbezahlbaren Forschungsergebnissen für die Anthropologie, einen neugeborenen Sohn, getauft auf den Namen Robert, und faszinierenden kulturellen Einblicken zurück. Er hat sich bereit erklärt, die Leser des Oakmont Chronicle heute mit einem exklusiven Interview an einigen seiner neuen Erkenntnisse teilhaben zu lassen. Okay. Und da? Ist das ein Affe oder ist das Bigfoot? Francis muss 1891 ganz schön beschäftigt gewesen sein. Ach, das... So sieht etwa die Dame aus, ja, mit der er da zusammen war. Ach so. Oh ja, stimmt, sie hat ja besonderes Blut. Das habe ich komplett vergessen. Halb Mensch, halb Affe. So. Habe ich jetzt alles. Also hier steht, dass wir alle Schlüsselhinweise gefunden haben. Aber was bringt es mir jetzt? Schlussfolgerung. Ich muss herausfinden, wer Robert Throckmorton eine Expedition angegriffen hat. Angegriffen. Ja, wie soll ich das jetzt rausbekommen? Ist schon krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Raum halt gibt, der so abgelegener ist. Naja. So, warte mal, kann ich auch mal mit ihm reden? Okay. Ich könnte natürlich über seine Mutter ihm ausfragen, aber ist es eine gute Idee, wenn wir gleich sehen. Ich hätte ein paar Fragen über Bethany. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen kenne. Ich bin im Zuge meiner Ermittlungen auf sie gestoßen. Ihr Vater ließ sich einst scheiden und seine Ex-Frau heißt Bethany. Ach, die Geschichte. Ich war damals zu jung, um mich jetzt an irgendetwas zu erinnern. Aber das geht ohnehin nur meinen Vater etwas an. Und an Klatsch beteilige ich mich nicht. Okay, ist verständlich. 1891 hat Ihr Vater eine Expedition geleitet. Wissen Sie etwas darüber? Dazu kann ich Ihnen leider nicht viel sagen. Ich war damals noch ein Säugling. Und mein Vater hat die Ergebnisse seiner Expedition nie öffentlich gemacht. Was wirklich ein Jammer ist. Seine Arbeit hätte die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt. Ja, das sehe ich. Okay. Schönen Tag noch. Ich habe alle Hinweise herausgefunden.
Kann ich jetzt irgendwas miteinander verbinden, oder? Also es kann nur eine verfeindete Familie sein. Ja, was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich werde deswegen gleich zum Anwesen der Familie Carpenter gehen. Das wollte ich ja eh machen. Vielleicht kann ich mir da auch noch ein paar Kugeln holen. Oder aber, da ist gar keiner mehr drin. Ha! Und ich kann es plündern, das wäre geil. Aber das werden wir gleich sehen. Ich sollte aber, bevor ich das mache, erstmal abspeichern. Man weiß nie, was passiert, ne? Kann ich eigentlich Munition herstellen? Oh, ein Schuss. So. Perfekt. Wer ist das denn überhaupt? Wenn ich da jetzt einfach reinspaziere, weiß ja nie, was da passiert. Haben Sie nichts zu tun? Nö, Kumpel, ich bin nur ein Detektiv und auf der Suche nach Arbeit. Die Tür gibt nicht nach. Also die haben auch ein bisschen mehr Kohle. Das sieht aus wie eine griechische Statue. Vielleicht kommt man ja von hier hinten rein. Wow. What? Seht euch mal das an. Die Tür gibt nicht nach. Wir haben ja schon was über das Ritual oder über so ein Ritual durchgehört, ne? Das sieht aus wie eine Robe. Aber die Frage ist, ob diese Robe was damit zu tun hat. Vielleicht ja, vielleicht nein, ich weiß es nicht. So, was kann man denn jetzt noch machen? Habe ich irgendeinen Anhaltspunkt? Also, ich habe Fähigkeiten und zwar 2 Stück. So, warte mal, ich brauche erstmal. Blub, hier. Körper. Du kannst 7 zusätzliche Pistolenmunition. Nö. Wenn du den Tode nahe bist, regenerierst du für eine letzte Chance im Kampf einen begrenzten Teil deiner Lebenskraft. Habe ich auch schon, oder? Deine Lebenskraft ist erhöht. Ehemaliger Seemann, deine Nahkampfangriffe verursachen etwas mehr Schaden. Machen wir das erstmal. Ein bisschen mehr Leben wäre gut. Ich glaube, ich muss zur Polizei. Da muss ich jetzt aber schon wieder eine schnell... Ah, nee, doch nicht. Ich kann hier gleich hin. Das heißt, ich gehe jetzt so schnell zur Polizeistation. Da könnten wir eigentlich hinreisen, aber ist jetzt eigentlich Quatsch. Wahrscheinlich brauchen wir mit dem Laden... Du spielst genauso lange, als wenn ich jetzt dahin fahre. Okay. Nee, ist falsch. Kommt mir manchmal durcheinander. Okay, wir sind perfekt dort eingeparkt, ne? Die sich immer alle auf die Fresse schlagen müssen. So, warte mal. Wir müssen jetzt geradeaus weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas mit der Polizei zu tun hat oder ob wir nicht doch zum... Naja, zum Oakmont Daily müssen. Also zu dem Zeitungshersteller. Wo ja die Journalisten da arbeiten. Warte mal, gleich sehen. Erstmal gehen wir zur Polizei und dann ist gut.
Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Neuankömmling. Boah, Alter, und dann fuchtelst du nur mit deiner Waffe da rum. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wollte ich eigentlich gerade sagen. So, warte mal. So, warte mal. Gewaltdelikte. Erstmal Tatwerkzeuge, beschlagnahmtes Vorgehensweise. Machen wir mal Verdächtige. Tatwerkzeuge, Dokumente, beschlagnahmtes Vorgehensweise. Da finde ich natürlich nichts. Okay. Nehmen wir mal, was ist denn das? Cover Site? Das Schicksal der Expedition. Wurde am Meeresgrund unweit von Oakmont überfallen. Warte mal, Gewaltdelikte, taut schon mal hin. Verdächtige, Zeugen, Opfer. Wir können auch mal Opfer suchen. Und machen mal Hinweise. Tat, Werkzeuge. Da! Polizeibericht Nummer 19, okay. Am 15. April fiel mir gegen 22.30 Uhr auf dem Fischermarkt im östlichen Teil des Bezirks des Shells, Ecke Orchard Avenue und Holy Fire Lane, ein Instant-Mouser auf, der eine junge Frau verfolgte. Der Verdächtige trug ein sonderbares goldenes Amulett, das ein Fischauge ähnelte, und war mit einem Dolch bewaffnet, beides beschlagnahmt. Als ich ihm Handschellen anlegen wollte, rief er seine Brüder vom EOD zu Hilfe, woraufhin weitere bewaffnete Instmauser vom Fischmarkt herbeieilten. Ich musste den besagten Instmauser laufen lassen und mich zurückziehen. Weitere Ermittlungen vonnöten. Lieutenant Phelps. Okay. Jetzt wissen wir zumindest, dass die bei dem Fischermarkt in der Nähe von Shells sind. Shells war irgendwo hier unten. Genau, und da haben wir den Fischermarkt, ne? Das heißt also, wir können ja zumindest schon mal eine Schnellreise machen, oder? Wenn ich den ausfindig mache, wäre es natürlich lustig. Ach Quatsch, ich bin nicht... Wer ist das denn? Ihr habt doch die Person da drin auch gesehen, oder? Das war jetzt gerade keine Einbildung. War ja strange. So, warte mal. Ich bin jetzt da lang. Und wenn ich jetzt reisen will, schnell reisen, muss ich da lang, genau. Dann haben wir das. Beim Fischermarkt sind wir ja vorhin gewesen. So, wie heißt denn jetzt eigentlich der Ort? Blub, blub, blub. Hier. Ey, wir können auch ruhig noch 7 Minuten oder so spielen. Oder 8 im Höchstfall. Und dann würde ich aber natürlich die Folge erstmal beenden wollen. Damit wir das erstmal im Kasten haben. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon wieder ein paar richtig geile Ideen, was man als Einteiler aufnehmen kann. Da gibt es 3 Spiele. Einmal heißt das eine Spiel Firewatch. Das andere Fee. Und das dritte, oh, da komme ich jetzt gerade auf den Namen. Ich war ja hier schon. Ach, guck mal, wer da ist. Trauen Sie sich nur. Es ist genug für alle da. Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Pfennig. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich Sie aber fragen. Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle da. Ich habe gehört, ich könne in dieser Gegend eine Organisation namens EOD finden. Bin ich hier richtig? Das sind Sie. Zufällig arbeite ich für den EOD. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich heiße Anna. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Charles Reed. Ich hätte lediglich ein paar Fragen. Sicher. Fragen Sie ruhig, Charlie. Okay.
Warum so großzügig? Nee, warte mal, erzählen Sie mir mehr über den EOD. Was genau ist der EOD? Ich meine, in welcher Weise ist Ihre Organisation tätig? Wir sind Freiwillige, die sich zusammengetan haben und gemeinnützige, karitative Arbeit leisten. Eine offizielle Organisation sind wir also noch nicht. Worum es uns geht? Wir wollen das Leid in unserer Stadt lindern, so viel wir können. Aha. Und wie stellen Sie das an? Wir verteilen Fisch an die Bedürftigen und kümmern uns auch um ihre Wohnsituation. Außerdem patrouillieren wir nachts auf den Straßen, um Wildbeester und Banditen fernzuhalten. Aber das ist bei weitem nicht alles. Okay. Wir helfen, wo immer wir gebraucht werden, Charlie. Wo finde ich die Leiter des EOD? Warte mal, das müssten ja die... Also ja, klar, ist ein Anführer. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Aber ich würde gerne mit den Leuten sprechen, die beim EOD das Sagen haben. Wissen Sie, wo ich sie finde? Ach, nur nichts überstürzen, Charlie. An die kommen Sie nur als Mitglied ran. Nur wer sich um den EOD verdient gemacht hat, kann mit Ihnen reden. Sie machen Witze. Warum das denn? Damit Sie sich beweisen. Zeigen Sie uns, dass Sie nicht unsere Zeit verschwenden. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel, Charlie. Okay. Was heißt EOD eigentlich? Das würde ich gerne mal wissen. Für was stehen die Buchstaben EOD? Eines jeden oberste Dringlichkeit. Anfangs gab es noch den Zusatz, ist gegenseitige Hilfe. Aber das haben wir dann irgendwann weggelassen. War dann wohl doch ein bisschen zu lang. Okay. Also ich würde gerne noch zwei Sachen wissen. Und zwar, wie kann ich mich beweisen und was die Mitgliedschaft natürlich bringt. Ne? Na schön. Welche Heldentaten muss ich vollbringen, damit Sie mich aufnehmen? Das hängt ganz davon ab, was Sie zu bieten haben. Was können Sie am besten? Tja, meine Bewerbungsmappe ist leider in meiner anderen Jacke. Während des Krieges habe ich in der Navy gedient und nach dem Krieg wurde ich Privatdetektiv. Ach, Sie schickt die See. Zufällig gibt es da eine Sache, für die Sie genau der Richtige wären. Okay. Okay. Erzählen Sie mir mehr darüber. Letzte Nacht versuchte jemand, in unser Fischlager einzubrechen. Glücklicherweise konnte die Wache den Eindringling verjagen, aber ich fürchte, er wird wiederkommen. Das ist auch der Grund, warum wir heute den ganzen Fisch an die Leute verteilen. Besser, wenn die Bedürftigen ihn bekommen und nicht ein Einbrecher. Und ich soll für Sie herausfinden, wer der Einbrecher ist, richtig? Ach, ganz genau. Sie sind clever, Charlie. Das gefällt mir. Okay, ich gehe der Sache nach. Gut, ich mache es. Sehr schön, danke. Hier ist die Adresse. Sagen Sie der Wache die Losung, ich diene der See. Dann werden Sie ins Lager gelassen. Okay. Man sieht sich. Ach du Kacke. Erstmal brauche ich Gedankenspiele. In Laubmund herrscht eine Hungersnot. Der EOD bekämpft den Hunger. Ohne die vom EOD verteilten Fischvorräte stünde die Stadt am Rande einer Hungerkatastrophe. Das stimmt schon mal. So, warte mal. Anna vom Fischmarkt ist ein Mitglied des EOD und bat mich, einen Einbruch im Fischlager der Organisation zu untersuchen. Er befindet sich in der Hawking Lane zwischen der Warren Road und der Liberty Road im westlichen Teil des Bezirks The Shells. Ich bekomme nur Zutritt zum Lager, wenn ich der Wache die Losung, ich diene der See, sage. Okay, warte mal. Ach Quatsch, ich gehe immer wieder raus. Ich kann mir das ja zumindest schon mal markieren. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz wieder finde hier. Also, zwischen Hawking Lane, Warren Road und Liberty Road. Tja, das wird jetzt lustig. Baron Road. Der Schalz ist hier. Freedom, Holy Fire. Mall Road. Ey, was? Was? Im westlichen Teil des Bezirks zu Charles. Also geht schon mal in die Richtung, das weiß ich ja.
Ich sehe bloß das so kacke. So irgendwo hier oder was? Ey, man kann es echt kacke sehen. Also hier steht zwischen der Liberty Road und Vaughan Road. Wenn ich die Vaughan Road weiß, dann... Vaughan Road. Freedom, Dingens. Vaughan Road. Hier ist es. Vaughan Road. Und Liberty Road. Also irgendwo hier. Westshore. Liberty Road, Vaughan Road. Er befindet sich in der Hawking Lane. Hawking Lane. Hawking Lane. Wo soll ein Hawking Lane sein? Boah, das ist eben ein bisschen kompliziert, ne? Hawking Lane. Also hier schon mal die Liberty Road. Da ist die Vaughan Road. Ich sehe bloß diese andere Scheißstraße nicht. Justice Road. Boah. Wayward Road ist es auch nicht. Ey, Alter, ich komme völlig durcheinander. Vaughan Road und der Liberty Road. Ja, wenn ich wüsste, wo die Kackstraße ist, Alter. Vaughan und Liberty Road. Also es kann nur irgendwo hier sein, so rein theoretisch, aber ich sehe halt die andere Straße da nicht. Die Hawking Lane. Das ist mein Problem. Hawking Lane. Ja, Leute, ich muss das auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Ich glaube, irgendwo hier muss es sein. Aber wo die Hawking Lane sein soll, da habe ich halt überhaupt keinen Schimmer. Weil das ist die Dingens Road, die Liberty Road. E. Brown Street. Also hier... Zwischen die, okay. Ja. Wenn das jemand weiß, kann er das ja mal in die Kommentare schreiben, wo die Straße sein soll. Ich sehe die nämlich nicht. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, Leute, dass ihr dabei geblieben seid. Ich werde jetzt hier nur mal kurz speichern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.